Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 24 von Rogue Legacy, heute am Mittwoch. Klar, spielen wir mal wieder als was anderes, spielen wir mal wieder als Hokage, wenn wir jetzt die ganze letzte Zeit schon als, Dragonborn gespielt haben. Und können wir noch irgendwas upgraden? Nö. Aber wir haben genau 1111 Goldstücke. Hey! Wo ist denn die neue Rune, die wir da hatten? Die Grace Rune. Okay. Sonst nichts weiter Interessantes. Ja, doch. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht einfach den Architekten fragen, ob er uns nicht das Castle festsetzen. Wie auch immer wir es nennen wollen. Will aber, dann würde das mit dem Geld machen etwas länger dauern. Ups, einmal. Einmal läuft. Wir sammeln ein bisschen Gold. Und versuchen dann als nächstes wohl mal massiv unsere Magie zu upgraden, damit wir mit dem Drachen Fuzzi dann den nächsten Boss killen können, würde ich sagen. Dafür brauchen wir allerdings einen Haufen Kohle. Mal wieder ein Tagebucheintrag. Ups. Und so geht es auch schon in Maya. Also. Gehen wir wieder runter. So. Einmal außen rum. Und schauen wir hier unten. Läuft es jetzt doch schon mal ganz gut. Technisch zwar noch nicht so mega viel. Schafft. Oh, was kriegen wir? Kriegen wir uns das ab? Nein, aber einen Haufen Geld. Vorrat. Können wir hier. Was ist das? Autsch. Snipe. Ja. Was ist Skelette? So. Dann einmal Flamelocks oder zweimal? Den Kronleuchter da oben. Hey. Der war aber etwas leichter als der andere eben. Ja. Sind schon bei 1800, nicht schlecht. Mal als nächstes mal hier. Nichts. No fighting. Und wir haben eine neue Rune. Noch eine Spur. Okay. Nochmal ein ganzer Haufen Geld. Das ist schön. Und wieder Mars zurück. Schauen wir mal hier unten rechts. Wahrscheinlich der mit den Daggern. Zu spät.
treffe. Einer und Treffer. Okay. Bereue nichts. Kaputt gemacht. Was gibt's hier unten? Hier gibt's Boss. Und praktischerweise auch vielleicht noch ein paar Truhen. Hier. Oh, das ist unfair. Ah. So viel zu meinem wundervollen Leben, das ich die ganze Zeit hatte. Danke. Ja, schön, hat wieder HP recovered. Ich ging eigentlich davon aus, dass mich das treffen würde. Ah. Und einmal du. Machen wir jetzt als nächstes. Hier kann man ja auch noch nach oben. Hopp. Das sind definitiv alles was. Ja. Keine Chance. Das riskiere ich nicht. Wo können wir noch hin? Jetzt können wir eigentlich noch mal nach rechts zum Boss. Zeit für den Forest. Fail. Also, dann erst hier nach oben. Rechts. Achso, hier kann man gar nicht runter. Ne? Nee, Mist. Also, direkt wieder kommen wir zurück. Ja, hier sind jetzt alle da, wo ich hin wollte. Runter. Rechts. Gehen, richtig? Richtig. Hopp, hopp. Mehr Kleingeld. Aus welchem Grund auch immer habe ich gerade versucht, die Statue zu öffnen. Stehen wir aber doch ganz gut da. Da oben gibt es mit der Garantie so eine geheime Truhe. Da ist so ein Durchgang für Zwerge. Hier ist eins von den Take No Damage.
Ah, Mist. Okay, Rückzug, bevor ich noch mehr Schaden nehme. Und dann können wir uns mal schnell heilen. Sehr gut. Da rechts gibt es eine Truhe, okay. Wo waren wir noch nicht? Da links geht's nach oben. Dann ist das wohl unser nächster Halt. Ah, mal wieder einer von den Räumen hier. Ups. Lief nicht ganz wie geplant. Oh, was kriegen wir? Magic Damage plus 1. Schön. Genau sowas brauchen wir. Wenn wir wirklich mit dem Drachenfuzzi einen von den Bossen killen wollen. Schon ganz auf den Kohle machen. Schön. Nichts Gutes. Na gut, ich konnte zumindest die Gelegenheit nutzen, die kurze Unverwundbarkeitsphase eher, um die ganzen Viecher zu killen. Ah! Mist! Mist, verdammter! Gut, dann gucken wir mal. Was können wir jetzt schon upgraden? Paladin. Links. Und spielen wir doch mal als Bilankett. Können wir denn nicht unsere Goldverdiener-Fähigkeit upgraden? Nein, können wir nicht. Nicht im geringsten. Okay. Was ist denn noch Schönes? Potions und Meetup. Mana Cost Down. Dankbarkeit. Mana Schaden. Leben. Weiß nicht. Was wäre denn am cleversten? Wir haben 6380. Hier, Randomized Children. Ja, das wollten wir doch letztes Mal. Und ich habe ein neues Achievement freigeschaltet. Decidophobia. Okay, cool. Und wir haben noch 420 Gold. Oh. Hier ist jetzt wieder bla bla wegen der neuen Rune, nehme ich an. Yep, Bounty Rune. Die wir unter Garantie eigentlich auch verwenden könnten. Also, um noch mehr Geld zu verdienen. Ja, die sind schon wieder so langsam. So. So. Sehr schön, Truhe. Sind wir schon fast wieder auf dem mit der Kohle, mit der wir ins mit der wir ins Schloss rein sind. Hopp. Hopp. Und wir wollen da links. Jetzt wollen wir. Nicht unbedingt deswegen, aber wegen den Truhen hier.
noch mehr Kleingeld. Halt. Und so. Man merkt es wirklich mit diesen nochmal zusätzlich 3 Münzen oder 3 Geldpunkten pro Münze. Ups. Okay. Zumindest mein Magierdings hat funktioniert. Ja, das müssen wir mal lernen. Okay. Na komm. Und. Yep. Das dürften alle sein, ne? Ja, das sind alle. Ich hab alles eingesackt. Yep. Also, Truhe ist wieder eine Rune. Vault Rune. Ja so langsam eigentlich mal haben. Das wäre dann schon mal ein ganzer Haufen Geld. Fail. Das war dann ein Mimik. Ich wollte mich schon wundern, was macht dort eine schöne Truhe. Du bist auch ein Mimik, oder? Mal was dafür. Das ist ein Doomtrade. Fuck, ich bin tot. Na gut, probieren wir nochmal die Randomized Children Dings aus. Archmage, Lich Queen, Assassin. Paladin, Lich King und Barbarian King. Skunky. Dann spielen wir doch noch mal schnell als Barbarian King. So, 2 oder 3 Minuten haben wir ja noch. Und upgraden mal unser Magic Damage, würde ich sagen. Cool, jetzt sind wir auch wieder farbenblind. Vault Rune. Bla, die bla, die bla, die bla. Geht's. Versuchen wir es doch mal mit einem kleinen Boss-Rush. Nur noch oben. Da sind so Löcher in der Wand, damit die Pferde da durchschießen können. Die machen nicht ansatzweise so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Aber gut. Dem war ich da noch sicher. Oh Gott, einer von den Rollen. Noch
da ist ein ganzer Haufen Kohle drin gewesen. Man sollte es nicht meinen. Und fail. Ja, die Farbenfähigkeit ist etwas schwierig. Was hat mich denn gekillt? Achso, so ein komischer Ninja-Fuzzi. Untergarantie mit so einem scheiß Stern, oder? Ah. Na gut, wir haben zumindest schon mal den Weg geebnet. Wir haben jetzt unser Mana ab. Wir können einmal unsere Kinder neu rerollen. Sozusagen. Also viel fehlt nicht mehr, bis wir uns dann nochmal dem Leon de Pons stellen können. Also, hoffe ich, euch hat die Episode gefallen, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne wie immer von Barcade. Bye!